kriege ich da eigentlich? Ne, Blut kommt da nicht rein. Blut? Obwohl, doch, jetzt habe ich Blut drin, ja. Oh, boah. Shit. Servus. Ich muss Blut irgendwie da wieder rauskriegen. Und dem Masi-LP. Und da beginnt auch Hallo. meine Aufnahme endlich mal. Ich habe jetzt extra mal gelabert, damit ihr was davon habt. Ich sage nochmal Moinsens, weil meine Festplatte ziemlich hinterherhängt. Super. Na gut, Super. ich wollte dich eigentlich mit in mein Team holen. Also, wir haben uns da hinten eingenistet, wenn ihr mal mitkommen mögt. Hoffe Jo. mal, euer Essen Ich bin reicht dafür noch und hungrig. so. Hast Na, du ich noch hatte was, noch einen oder? Schnitzel. Ich hatte noch Ja, ich hab noch Schnitzel. was. Ah, sehr schön. Ich mag Schnitzel. Schnitzel ist Am es. besten nicht springen, dann verliert ihr noch viel, viel mehr Essen. Oh. Müssen einfach nur sprinten, das geht eigentlich dann. Dann verliert man zwar auch mehr Essen, aber sonst wäre das extremst langweilig, die ganze Zeit normal zu laufen. Also gerne dauerhaft Leertaste. Leertaste. So, ich hoffe mal, ich finde das jetzt wieder. Ich habe mir zwar einen Wegpunkt in der Nähe gesetzt, aber das hat nichts zu bedeuten. Mir fast den Kopf gestoßen. Oh, ist ein Kürbis. Kürbis nehme ich mal mit. Können wir Kürbiskuchen machen. Da ist eine Blume, nimm die Blume auch mit. Jede. Okay. Ja, Jeder macht's. einzelne. Ja. Wenn du eine auslädst, gibt's Ärger. Kill nach. Vor allem diese Blume ist ziemlich schön generiert. Was ist das? Toll. Passiert mal. Hier ist auch Gras am Fliegen. Wer ist das und Huhn? und Kann ich das und. mitnehmen? Klar. Huhn, du gehörst mir! Leute, bei mir wird das Huhn gar nicht. Leute, bei mir wird das Huhn manchmal gar nicht angezeigt. Ich hab das Huhn geboxt und hab Hähnchen und eine Feder bekommen. Sechs Federn, Alter. Okay. So, wir haben jetzt von einer Minute gestartet. Schön, dass wir wieder keinen Timer gesetzt haben. Genauso wie in den anderen Folgen auch immer. Also, bei Outer City habe ich einen Timer. Okay, ich also. guck einfach rechts auf die Uhr. Also, 2 Minuten haben wir jetzt. Wunderbar. Ich hab Feder in der Hand. Wer will gekitzelt werden? Ich. Hier. Hey. Nicht so bedrohlich rum, ich habe schnell Angst. Ja, bei mir ist es die erste Folge. Ist auch cool. Bei mir ebenfalls. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen langweilig zu Base laufen müssen. Aber wir sind so gut wie da. Also wir haben die Hälfte haben wir locker hinter uns. Alles klar. Ja, wenn nicht, nimmt Marcy mich Huckepack. Okay. Geht das hier? Ich weiß es gar nicht. Es gibt solche Mods. Nee, es gibt. Ja, doch, aber. Manche. Wäre schon cool, ne? So auf dem Mindpixel-Server oder so geht es ja. Diesen Kühe, ja, ich bin so am Überlegen, soll ich die Kühe schlachten? Nein, ja. Oder kitzeln, ich habe eine Oh, Feder. Esel. Ich glaube, ich Esel! Ich hab noch Esel, nie einen Esel Esel, gesehen. Esel. Beschreibung Donkey. So, hier habe ich mir über die Höhle markiert, genau. Hier ist der Berg. Der Berg ist schon mal gut. Da sieht man, dass einer hier bei uns ganz in der Nähe gebaut hat. Das hier, das ist nicht von uns. Das ist von irgendwem Okay. anders. Ich weiß aber nicht Hat von also wem. ein Steam-Diamo. Genau. Was soll das bitte sein? Keine Ahnung, eine Frag Flagge. mich was Leichteres. Eine Flagge habe ich auch am Anfang gedacht. Hat Genau das werden habe nicht ich auch gedacht. Feuerzeug? Okay. Nein. Gegrüßt wird hier ganz bestimmt nicht. Nein, das würde ich auch nie machen. Ich bin lieber Kerl. Ich bin jetzt nur am. Juhu, Holzrüstung. Ja, die habe ich auch angehabt. Geht auch Dreckrüstung, weil Dreck ist mir schon lieber. Dreckrüstung. Es müsste eigentlich davor. Ja, da vorne ist es. Ich kann es Juhu. von hier aus Und sehen. mein Essen. Achso, doch, ich hab noch. Ich kann euch sonst auch noch ein bisschen was geben. Aber ich habe auch nicht mehr viel Ich hab noch. dabei. So langsam läufst, dann kitzel ich dich am Popo und dann läufst du schneller. Da hinten sieht man schon Fackeln von der Base. Und die XP-Büsche oben auf dem Dach. Wer spielt Oh mir die ja. Kühe schubsen? Ich mal diese Kühe-Fanatiker. Will die nur schubsen? So umschubsen? Kostet 50 Ja. Euro. Alles klar. klar. Habe Ah ich ne, meine das Karte war nicht mit da. den Heuballen. Wenn man Heuballen die Wiese runtergeschubst hat, 50 Euro gekostet pro Heuballen. Ah, Keine hier gute sind Idee. solche Essenzen. Bucher! Ja. Also hier ist euer Base. Hier ist unsere Base. Hier runter sind dann ein paar Kisten. Ich will Leute, hier leben. jemand Damage. Nicht dagegen laufen. Was ist das? Das sind Essenzen, da wachsen Essenzen. Da kriegst du Achso, ich Level dachte, das durch. wäre Brokkoli. Ja, das ist auf jeden Fall Brokkoli.
Hier könnt ihr euch schon Essen nehmen, also wenn ihr wollt. XPs. Oh. Und die Main Base ist Aua, hier unten. Und was davon Essen ist? Acht. Main Base ist unten. Ah. Oh, da gibt's lecker Zombiefleisch. Fleisch klingt gut, nehmen wir mit. Hier auf dem Feld sind auch ganz viele Karotten und so und alles mögliche. Das Gute ist einfach, dass wir eine Gießkanne haben und dann einfach die Sachen wieder schnell anpflanzen können. Ich darf jetzt mit den Zäunen ein Grundstück machen, gell? Kannst du, musst du aber nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Zäune nicht benutzt. Also die Zäune sind jetzt eher so nur so Dekomaterial. Achso, okay. Aber ich nehme schon mal die Fackel. Voll gefuttert mit Zombiefleisch, jetzt geht's mir gut. Wirft es nur ein bisschen. Ja. Bisschen blinken, ja, da. Wie kannst du das essen? Das ist viel. Oh, so viel Gunpowder hingeworfen, das war jetzt eher intelligent. Hier ist dein Gunpowder. Moment hier. Könnt auch hier so ein bisschen. Ist immer ganz praktisch mit diesen Gießkannen. Dadurch wächst das Zeug einfach so wie bei Knochenmehl. Und die Gießkanne verschwindet einfach nicht. So, jetzt habe ich so viel Fleisch gegessen, jetzt bin ich wieder gesund. Das klappt sogar mit Zombiefleisch. Max, ein Stück. Okay, ja, gerne. Hier. Das ist etwas robust, es schmeckt nicht ganz so gut wie andere Sachen, aber... Naja, es geht. Ja. Man kann's essen, ne? Okay. Kann ja oben hier nochmal Dings reintun. Kartoffeln. Da unten sind so viele Schafe. Who let the dogs out? Also Baller. Produktiv werde ich erst in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ja, also ich und der... Mein Gott, wieso kann ich mir keine Namen merken? Das ist echt Günther. Schlimm. Okay. Ich kann mir keinen Namen merken, geht gar nicht, ey. Ich weiß schon nicht mehr, mit wem ich aufgenommen habe gerade. War schon bitter, wenn er die Folge guckt, der wird mich schlachten. Alles klar. Ne, aber bis jetzt haben wir halt eine Schmelze unten gebaut. Jo. Und ansonsten noch nicht wirklich was gemacht. Ja. Ich möchte da nicht so radikal runterspringen, ich laufe den Weg außen rum. Ja, da ist eigentlich eine Leiter, also eigentlich. Oh. So. Sollte man. Und was ist das hier Schönes? Das ist die Schmelze, die unser Herzstück momentan ist. Da wir noch einiges an Zeug gießen müssen und so. Jetzt zum Beispiel, ich kann da jetzt hier auf den Dings klicken. Und ich habe kein Eisen dabei. Ich hatte doch ganz viel Eisen dabei. Kann mir doch keiner erzählen. Fünf Eisen. Oh, hey, doch so viel. Ich hab eine Tüte. Also ich werde jetzt mal ein bisschen Holz besorgen. Genau. Hier vor, die kannst auch die Bäume, die hier vorstehen, eigentlich abholzen. Das ist ganz praktisch. Das sind nämlich Rubberwood Trees. Da kriegst du so ein, wie heißt das Zeug? Rubber. Wow, Rubber. Genau, Rubber. Kriegst du da raus. Was ist das? Damit kann man auch Fackeln machen. So wie, das ist ein Cola-Ersatz, kannst du Fackeln damit machen. Und wir können hinterher damit Plastik erstellen. Und das wird hinterher ganz effizient. Das klingt praktisch. Genau. Bauen Ruhe ab. Da ist noch mein Fuß eingeschlafen. Ui. Ich bin so ein bisschen. Wie viel haben wir jetzt schon aufgenommen? Wir haben jetzt schon 8 Minuten 50. Okay, perfekt. 8:50, dann. Ja, dann haben wir noch 7 Minuten, also bis 51. Wunderbar. Gut. Jo. Ich glaube, ich brenne das aber mal. Was ich hier noch habe. Da kommen nämlich schon mal Gummiriegel raus. Genau, Crafting Benches findet ihr aber auch hier an den Truhen dran. Die sind auch ein bisschen chilliger, die Crafting Benches, weil die halt schon was drin haben. Also damit kann man die Kisten direkt einsehen. Ah, okay. Und da bleibt das Zeug auch drin, wenn man das da reinlegt. Das ist eigentlich auch ganz geil. Dunkel ist, will ich da gar nicht mal runter, ey. Ja, wenn es dunkel wird, ist es extremst gefährlich. Ja, also. Das ist echt heftig. Gibt's hier mehr Viecher als so die Standard, wie gesagt, mit Mods gespielt? Es gibt hier böse Zombies.
Ja, die schon wo gar nicht so mit dem roten Augen. Genau. Und auch durch die Soundcraft gibt's auch einige so Tentakelmonster und so kleine Spinnen und so. Das ist richtig heftig. Ich komme. Ah, das Eisen ist geschmolzen. Bin da. Und wenn ihr irgendwelche Erze oder so findet, tut die am besten in die Schmelze. Denn dadurch wird das Zeug einfach mal verdoppelt. Okay. Also die Erze werden dadurch verdoppelt, das ist richtig praktisch. Dauert halt momentan ein bisschen länger, weil wir noch nicht so viele Tische haben. Was mache ich denn? Wie viel haben wir denn jetzt mal drin? 800? Ach, nö. Ich hätte besser einfach einen Block gießen. Also wenn ihr 9 Ingots da drin habt, dann könnt ihr auch Block gießen einfach. Okay. Das ist ganz cool eigentlich. Ich denke, mal die Grundsachen. Die Schmelze wird sich eh noch umbauen auf jeden Fall. Ja, das haben wir auch am Anfang gemacht, die Basics erstmal. Ist auch, denke ich mal, auf jeden Fall wichtig. Hier, wenn ihr auch noch Werkzeug oder so braucht, hier ist noch ein bisschen Steinwerkzeug drin. Also bauen können wir, wo wir wollen, oder wie? Ja, genau. Bauen ist egal, wo ihr wollt. Oh, das bauen schon die Ersten. Aha. Zum Glück ist hier oben relativ gut ausgeleuchtet. Ja. Gucken, kriege ich da eigentlich... Nee, Blut kommt da nicht rein. Blut? Obwohl, doch, jetzt habe ich Blut drin, ja. Oh, boah. Servus! Das Blut irgendwie wieder rauskriegen. Shit. Also intelligent wird auf der Blut reingetan. Blut. Ah ja, das sieht immer so komisch aus. Jetzt ist da nur noch Blut drin. Jetzt warten, bis es wieder Tag ist, dass wir da runter. Da steht ein Zombie, oh Gott. Die Angst. Ja. Die Angst. Wieso verschwindet das Blut nicht? Gibt's doch nicht. So Wurfäxte hier einbauen, dann kann er mal werfen. Ja. Ja, jetzt weiß ich nur nicht. Ich wollte gerade sagen, endlich ist das Blut da raus, aber nein, das Blut ist immer noch da drin. Kriegt man das denn? Ah, ich weiß nicht, wie man es da rauskriegt, glaube ich. Jawohl, ist draußen. Oh, ich hab einen Setzling. Ja, die Setzlinge von den Teilen einfach immer wieder anpflanzen. Jo, hab ich. Dann kann man auch wieder den hier tun. Ich glaube, da ist sogar noch eine Gießkanne drin, wenn ihr eine haben wollt. Ich weiß nicht, wie man die macht. Ich habe keine Ahnung, wie er die gemacht hat. Die war richtig praktisch. Und dann steht man hier so 10 Jahre lang und gießt und dann irgendwann kommt ein Baum. Bumm, Baum. Und 10 Jahre sind, dann ist ja praktisch. Ja, aber man sieht, jetzt ist der Baum einfach schon da und die anderen Bäume halt alle noch nicht. Ja. Wahrscheinlich den Wachstum. Ich würde gern runter, aber ich trau mich nicht. Mach dir ein Schwert, mach dir eine Rüstung, geht noch nicht so wirklich. Holz. Übel. Ja, genau, eine Holzrüstung geht maximal eigentlich. Aber dafür brauchst du das normale Holz, das was oben angepflanzt wurde. Das bei mir hat es gerade ein bisschen gelaggt. Okay. Ich kann ja an den Seiten so ein paar Viecher sehen, so Mobspawner. Ja, hier sind auch viele Sachen. Diese Fliegeviecher, die sind ein bisschen böse. Die sind ziemlich böse, die kenne ich. Ja, ich kenne das alles noch nicht. Weil das kenne ich von Hexit. Die lernt man. Wir graben mal hier so Sachen an. Der nächste Baum ist fertig. Oh, hey. Viele Sachen, das ist richtig. Und da sind auch die ersten schon raus. Ja, also die sind schon fertig. Die haben schon ihre erste Folge fertig. Achso, nachdem du die erste fertig bist, gehst du runter. Ja, muss man nicht. Also wir haben es jetzt nicht gemacht. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich irgendwie 2 Minuten brauche, um mich einzuloggen auf dem Server hier. Und das wäre dann ein bisschen blöd. Okay. Okay. Dann. Und ich habe das, zum Glück habe ich dieses blöde lilane Gebiet endlich down gekriegt. Muss man nicht so Setzlinge setzen, das ist richtig praktisch eigentlich. Der Tipp aus dem Internet. So, hier haben wir noch ein bisschen Eisen, aber das noch nicht für Rüstung verwenden oder so, denn das können wir eher für Werkzeug gebrauchen. Okay. Weil wir momentan echt nicht gerade viel haben. Wenn wir natürlich die ersten Obsidianblöcke und sowas haben, dann können wir natürlich was machen damit. Wir müssen doch eigentlich jetzt die Gummiriegel.
direkt nochmal schmelzen. User joined your channel. Oh, da ist gerade jemand drin. Moinsens. Servus. Also, die Blume geflüchtet. Ja. Ach, mitten in der Aufnahme, dann platzen die nackt. Mhm. Ich hab noch nicht mal, ich hab kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir haben schon 15 Minuten, gell? Ja, dann würde ich sagen, dass wir die Aufnahme hier beenden. Genau. An dieser Stelle. Machen wir so. Und ich sag mal, lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Checkt auch auf jeden Fall Reaper aus und den Masi-LP aus. Jo. Awesome Gaming in HD. Genau. Der genau. Channel fiel mich mir ein. Perfekt. Meine Namenkenntnisse, wie immer. Wunderbar. Und ich sag aber mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.